Am Donnerstagnachmittag fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Kia auf der Kasterfeldstraße stadteinwärts. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam das Auto des Fahrers nach links von der Fahrbahn ab und tuchierte dabei zweimal die Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug nach rechts abgewiesen, wo es schließlich vor einer Lärmschutzwand zum Stehen kam. Zeugen retteten den 57-Jährigen aus dem Auto. Der Mann musste nach einer Reanimation in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen kam es zur Sperrung des rechten Fahrstreifens. Der Schaden am Kia wird auf 10.000 Euro geschätzt.